eine 25 cm lange Spule mit einem Durchmesser von 4 cm ist durch eine Drahtschicht gebildet, die 15 Windungen pro Zentimeter enthält. Klein a, berechne den Drahtwiderstand der Spule, wenn der Durchmesser des Drahts 0,8 mm und sein spezifischer Widerstand 1,8 mal 10 hoch minus 8 Ohmmeter betragen. Klein b, berechne die Stärke des Magnetfeldes im Innern der Spule, wenn die elektrische Spannung 13,5 Volt beträgt. Hier ein Modell von solch einer Spule und jetzt folgen die Angaben. Diese Länge groß L der Spule beträgt 25 cm, das heißt 0,25 Meter. Der Durchmesser groß D der Spule beträgt 4 cm, also 0,04 Meter. Die Anzahl Windungen, es gibt 15 Windungen pro Zentimeter und diese Länge beträgt 25 cm, also ist die gesamte Anzahl Windungen groß N gleich zu 15 mal 25, das heißt 375. Der Durchmesser von diesem kreisförmigen Querschnitt des Drahts beträgt 0,8 mm, also 0,0008 Meter. Die Resistivität oder auch der spezifische Widerstand des Drahts, Rho, beträgt 1,8 mal 10 hoch minus 8 Ohmmeter. Wir wissen auch, dass die Spannung U 13,5 Volt beträgt. Als Permeabilität nehmen wir die des Vakuums oder der Luft, μ0, und diese Permeabilität μ0 beträgt 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7 Tesla Meter pro Ampere. In klein a wird der Widerstand von diesem Leiter gefragt, Widerstand groß R, den wir in Ohm ausdrücken, und in klein b wird die magnetische Feldstärke B im Innern der Spule gefragt und diese magnetische Feldstärke drücken wir in Tesla aus. Um den Widerstand von dem Leiter zu finden, nutzen wir die Formel von Pouillet. In dieser Formel müssen wir die Länge vom Draht berechnen. Die Länge vom Draht, das ist die Länge von einer Schleife mal die Anzahl Schleifen. Eine Schleife ist gebildet durch eine Kreislinie und die Länge von dieser Kreislinie wird berechnet durch 2 mal Pi mal Radius. Und der Radius, das ist die Hälfte von dem Durchmesser. Also berechnen wir die Länge dieser Spule durch 2 mal Pi mal die Hälfte vom Durchmesser mal die Anzahl Windungen. Die Querschnittsfläche ist ein Kreis, dessen Flächeninhalt berechnet wird durch Pi mal Radius im Quadrat, also durch Pi mal das Quadrat von der Hälfte des Durchmessers klein d. So finden wir also heraus, dass man den Widerstand von dem Draht berechnet durch Rho mal 4 mal groß D mal groß N geteilt durch das Quadrat von klein d. Wir ersetzen Rho durch 1,8 mal 10 hoch minus 8, groß D durch 0,04, N durch 375, und klein d durch 0,0008. Und somit finden wir
als gesuchten Widerstand groß R 1,6875 Ohm. In klein b berechnen wir die magnetische Feldstärke groß B im Innern der Spule durch diese Formel, in der wir die Permeabilität μ durch μ0 ersetzen. Wir kennen μ0, wir kennen N und wir kennen L, aber wir kennen die Stromstärke I nicht. Wir kennen jedoch die Spannung sowie auch den Widerstand des Leiters, also wird das Ohmsche Gesetz weiterhelfen. Durch das Ohmsche Gesetz wissen wir, dass I gleich U auf R ist, und jetzt brauchen wir nur noch diese zwei Formeln zu kombinieren und finden so, dass die magnetische Feldstärke groß B gleich ist zu μ0 mal U geteilt durch R mal N geteilt durch L. Wir ersetzen μ0 durch 4pi mal 10 hoch minus 7, U durch 13,5, R durch 1,6875, diesen Widerstand haben wir gerade in klein a herausgefunden, N durch 375 und L durch 0,25. Und somit finden wir als magnetische Feldstärke ungefähr 0,015 Tesla.